Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. Amazon macht aktuell eine große Kehrtwende. Amazon wird 2023 nicht mehr so sein, wie es in den letzten Jahren lief. Und wer Amazon mit seinen erfolgreichen Artikeln momentan noch weiterhin so betreibt wie in den letzten Jahren, der wird überholt werden von neuen Verkäufern, die die Dinge anwenden, die ich hier in dem Video aufzähle. Das heißt, wenn du auf Amazon verkaufst, wenn du gerade anfängst zu planst, bring dich hier auf den neuesten Stand. Ich sag dir, es sind große Änderungen, die hier auf uns zukommen. Wer also 2023 sein Amazon-Business betreibt, wie eh und je, der wird sich absolut umgucken müssen. Ansonsten wird er abgehängt von den Leuten, die die neuen Möglichkeiten nutzen und die etablierten Leute damit schnell schlagen und überholen. Und es sind ein paar Punkte, die waren bisher absolut in Stein gemeißelt. Bei denen macht Amazon jetzt eine komplette Kehrtwende. Und es ist zum Beispiel das klar war, dass Amazon nicht möchte, dass Kunden Händler kontaktieren. Ändert sich das jetzt? Amazon hält dein Kundenpublikum geheim, wenn es darum geht, PPC-Werbung zu schalten. Amazon hält Daten zurück, wenn du analysieren möchtest, wie viele Leute eigentlich auf deinem Listing gehen und später kaufen oder wie es bei deiner Konkurrenz aussieht. Und genauso beim Thema Produktrecherche, wo ziemlich klar war, dass die Amazon-eigenen Manager da irgendwelche Tools und Daten haben, die sie nutzen, um zu entscheiden, was das neue Produkt bei einer Amazon-eigenen Marke wird. Aber für die Händler gibt es da keine Infos. Und deswegen kommen wir zum Punkt Nummer 1, und zwar, das ist dein Zielpublikum zu bewerben. Wenn du Werbung auf Google, Facebook, YouTube, Instagram, egal wo schaltest, dann ist das selbstverständlich, dass du auswählen kannst. Willst du nur Männer bewerben, Frauen bewerben? Welche Altersgruppe, welchen Ort? Du kannst bis ins kleinste Detail dein Zielpublikum auswählen. Und das ist eine Sache, die gab es bei Amazon bisher absolut nicht. Wir konnten nur sagen, möchten auf bestimmten Suchbegriffen als Werbung erscheinen, maximal noch bei bestimmten Artikelnummern im Artikel eingeblendet werden. Das war's. Aber das wird sich jetzt nächstes Jahr ändern. Das hat Amazon bekannt gegeben. Und den ersten Schritt, den sie in die Richtung machen, ist, dass du deine Stammkunden bewerben kannst. Die Kunden, die von deiner Marke bereits begeistert waren und mehrere Produkte bzw. mehrere Bestellungen ausgeführt haben auf dein Produkt. Und die kannst du jetzt gezielt bewerben, wenn die Amazon wieder betreten und dort wieder ansprechen, weil du vielleicht ein neues Produkt hast oder ein neues Angebot hast zu deinem bestehenden. Und das ist der erste Schritt zu ganz neuen Möglichkeiten, um auf Amazon Werbung zu schalten. Aktuell ist noch eine Ankündigung, aber sei vorbereitet, wenn es von Amazon 2023 tatsächlich ausgerollt wird. Zweitens, nach Bewertungen fragen. Wer schon sehr, sehr lange auf Amazon verkauft, der weiß, früher hattest du in einer Bestellübersicht die komplette Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer von deinen Kunden. Du konntest persönlich hinfragen und sagen, hey, kannst du mich mal bewerten? Und das hat nach und nach Amazon zurückgefahren, auf null gefahren, gesagt, das sind unsere Kunden, das ist unsere Verkaufsplattform. Du kannst nur dein Produkt hierhin liefern und wir verkaufen es für dich. Und damit endet die Beziehung zum Kunden. Das haben sie mittlerweile geändert. Wer meine letzten Videos geguckt hat, weiß, es gibt diesen Button Bewertung anfordern. Ich habe es in den Kommentaren gelesen, es waren sehr viele, die es noch nicht wussten. In einer Bestellübersicht ist der jetzt aufgetaucht. Zwischen 4 und 30 Tagen nach dem Kauf kannst du den Kunden anschreiben lassen über Amazon und nach einer Bewertung fragen. Und damit ist der zweite Punkt, den Amazon wieder öffnet, damit es wieder mehr Kontakt zwischen Händler und Kunden geben kann. Drittens, und das war bisher absolut undenkbar, die eigene Webseite zu bewerben auf Amazon. Und zwar, du kennst das sicherlich von einigen Webseiten, die Produkte anbieten, und dort ist ein Checkout-Button für Prime durch Amazon. Und zwar kann der Händler so auf seiner eigenen Webseite Ware anbieten und die Kunden, die bereits Amazon-Konten haben, die müssen sich auf der Webseite nicht neu registrieren, die müssen kein Zahlungsmittel eingeben. Die können ihr Amazon-Kundenkonto nutzen, um auf der Webseite ein Produkt zu bestellen und es zu sich schicken zu lassen. Abrechnung macht Amazon. Das funktioniert genauso mit Produkten, die sogar bei Amazon im FBA-Lager liegen, aber eben auf einer anderen Händler-Webseite verkauft werden. Und für das Geschäftsmodell öffnet Amazon jetzt tatsächlich seine Werbeplattform
Und diese Händler können auf der Amazon-Seite Werbung schalten, ihre Artikel bewerben und die Kunden verlassen dann Amazon mit dem Klick und gehen auf die Händler-Homepage und damit kaufst du mit deiner Amazon-Bewerbung Besucher deiner eigenen Homepage. Also ein ziemlicher mutiger Schritt, eine ziemlich große Sache. Ich denke mal, da sagt Amazon anderen Plattformen wie Shopify, Zahlungsanbieter wie PayPal ganz klar den Kampf an und sagt, hey, wir sind die überlegene Lösung für all das, was ihr anbietet. Also ein sehr, sehr großer Schritt. Ich bin gespannt, wie man das in Zukunft noch nutzen kann. Auf jeden Fall macht es noch mehr Sinn, dann als Händler seine eigene Webseite aufzubauen. Punkt 4, Brand Analytics, das wird wirklich heiß in 2023. Amazon hat für die Händler, die eine Marke registriert haben und das Amazon nachgewiesen haben, Brand Analytics geöffnet, also erweiterte Daten, auf die Händler zugreifen können im Seller Central. Wer das Seller Central kennt, das ist gefühlt von 2010 oder älter. Das gewinnt kein Programmiererpreis, das ist einfach gemacht von Amazon, damit Händler ihre Ware verkaufen können und viel höhere Ansprüche nicht. Und deswegen sind die Daten an verschiedenen Punkten im Menü zu finden, teilweise auch nur spärlich, teilweise in Tabellen, bisschen schwierig zu benutzen. Aber sie haben es auch weitergegeben an Softwareentwickler, wie zum Beispiel Helium 10. Und die haben sogar Zugriff auf noch mehr Daten als die Händler. Und die machen ziemlich coole Sachen damit. Und das erlaubt dir nun zu sehen, wie viele Klicks dein Listing abbekommt bei verschiedenen Suchbegriffen. Wie viel Conversion du hast, also wie viele Leute dann wirklich bestellen. Oder solche Sachen wie Produktideen. Und da wurde immer gemunkelt, dass die Amazon-Manager ihre Tools haben, um für ihre eigenen Amazon-Brands zu gucken, was sie als nächstes starten. Aber Amazon gibt die Infos nicht weiter an ihre Händler. Jetzt ist es doch so und jetzt gibt es auf breiter Front weitere Infos. Und du kannst es entweder direkt im Seller Central nutzen oder noch besser aufbereitet in solchen Tools wie Helium 10. Und so sieht es zum Beispiel aus in Helium 10 Cerebro, dem Keyword-Recherche-Tool, wo du zum Beispiel dein Produkt eingeben kannst und Cerebro sucht, aus welchen Suchbegriffen die Käufe zustande kommen. Und da hast du jetzt zwei neue Spalten und du siehst den Anteil der Klicks, die du bekommst, von den Leuten, die in der Suche deinen Suchbegriff nutzen, wie viel Anteil der Klicks bekommt dein Listing und schließlich, wie viel Conversions machst du davon, wie viele Leute, die dann schließlich auf dein Listing klicken, kaufen es auch. Und das sind ganz wichtige Daten, sind zum Beispiel die Klicks hoch, weißt du, dein Titel und dein Titelbild funktionieren gut, sind die Conversions niedrig, dann muss höchstwahrscheinlich dein Listing nicht gut funktionieren. Genauso kannst du es aber auch bei der Konkurrenz benutzen, siehst, wie viele Klicks bekommen die ab, wie viele Conversions haben die und damit kannst du ausfindig machen, wer die besten Titel und Titelbilder in der Nische hat und wer schließlich seine Listings so optimiert hat, dass er die meisten Besucher in Käufer konvertiert. Deswegen Brand Analytics, sehr wertvolle Daten und da ist zu erwarten, dass da 2023 noch mehr kommt, also halt deine Augen auf. Hier auf dem Kanal werde ich dich natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und Punkt Nummer 5 und der letzte hier in der Liste ist Amazon Attribution. Auch ganz, ganz neu. In einem früheren Punkt haben wir darüber gesprochen, dass du von Amazon jetzt Traffic nach außen auf deine Seite schickst. Das haben Händler schon eine ganze Weile umgekehrt gemacht und vielleicht Influencer bezahlt oder auf anderen Plattformen wie Facebook Werbung geschaltet, um Besucher direkt auf ihr Amazon-Listing zu lenken. Aber du hast nichts erhalten über den Erfolg. Du kannst bestenfalls abschätzen, ob sich über die nächste Zeit die Verkäufe erhöhen oder nicht. Du kannst aber nicht sehen, wie erfolgreich war jetzt meine Kampagne? Wie erfolgreich ist meine Werbung auf einer bestimmten Plattform? Und das ändert Amazon mit Amazon Attribution. Wer dazu beiträgt, mehr Kunden auf Amazon zu bringen, der bekommt jetzt mehr Daten, der kann jetzt sehen, wie erfolgreich seine externen Kampagnen sind, seine Influencer-Kampagnen sind. Wie viele Besucher bringt das auf dein Listing und wie viele von den Besuchern kaufen dann auch? Damit du entscheiden kannst, ob du deine Aktivitäten dort erhöhen willst, weil es dir bares Geld bringt oder streichen willst, weil es das eben nicht tut. Und weil Amazon natürlich einsieht, dass sie sehr viel davon haben, wenn du neue Kunden auf die Amazon-Seite bringst, bekommst du sogar Rabatte auf die Verkaufsgebühr. Dann zahlst du statt 15% in manchen Kategorien nur 5% Verkaufsgebühr. Du sparst jede Menge Geld.
Und auch das hat Amazon für Softwareentwickler geöffnet und gesagt, macht ihr daraus was? Und Helium 10 zum Beispiel hat dafür ein extra Tool entwickelt, wo du deinen Marktplatz auswählst, dein Produkt, was du messen möchtest und die Plattform bestimmen kannst. Daraus generierst du einen Link, mit dem du deine Werbeanzeige oder deine Influencer-Kampagne mit deinem Produkt verlinkst. Und darauf liefert dir Helium 10 die genauesten Daten über die Anzahl der Besucher, über die Anzahl der entstandenen Verkäufe. Und du hast absolute Klarheit, welche Kampagnen funktionieren, welche Kampagnen du optimieren willst. Und du weißt, wie du dein Werbebudget am besten einsetzt. Und deswegen kommen wir jetzt zu meinem Resümee. Und das heißt ganz klar, ständige Innovation. Wer denkt, Amazon ist ein Business, wo du mal 3, 4, 5 Produkte erfolgreich auf den Markt bringst und das dann über Jahre lang Geld generiert und du ab jetzt in der Karibik im Liegestuhl liegst, der zu viel Werbeanzeigen hier auf YouTube geguckt, wo dir passives Einkommen versprochen wird, ein bisschen mehr ist noch zu tun, ist absolut richtig, einen sehr guten Artikel zu starten, der deiner Konkurrenz voraus ist. Das Problem ist, wenn du über die nächsten Jahre dein Niveau einfach nur hältst, dann wirst du dich irgendwann von deiner Konkurrenz überholen lassen, weil die schläft nicht. Und so ist es deswegen deine Aufgabe zu gucken, was kommt Neues, was sind deine Möglichkeiten, was kannst du noch optimieren in deinem Amazon-Artikel und deswegen immer einen Schritt vorausbleiben. Wenn dir das gelingt, kannst du dir auch sicher sein, dass du über die nächsten Jahre und Jahrzehnte sehr gut verdienen wirst mit deinem Amazon-Artikel. Deswegen kann ich dir an der Stelle nur empfehlen, die Augen aufzuhalten, gut vernetzt zu bleiben, zum Beispiel über die Amazon FBA, Händler Deutschland Facebook-Gruppe, die ich betreibe, die größte Facebook-Gruppe zu Amazon, möglichst ohne Werbung, nur echte Händlerdiskussion, super erfahrene Leute drin, die sich gegenseitig helfen. Dort sind Anfänger, dort sind Händler, die auf hohem Niveau diskutieren. Eine sehr gute Truppe, ich bin absolut stolz drauf. Wenn du noch nicht Mitglied bist, unter dem Video findest du auch den Link zur Facebook-Gruppe. Und um auch weiterhin so auf dem Laufenden gehalten zu werden, empfehle ich dir, den Kanal hier gleich mal zu abonnieren. Klick auf Abonnieren und auf das Glockensymbol, werd Mitglied der größten Amazon FBA Community hier im deutschen YouTube. Und zum Schluss gibt es immer noch einen von euren Kommentaren, die ich hier vorlese. Der kommt heute von Strandchöre und schreibt zu meinem letzten Video über Keyword-Recherche, ob das auch für Print-on-Demand, für Merch bei Amazon gilt. Und ja, absolut. Überall, wo auf Amazon jemand startet, einen Suchbegriff einzugeben, um dann sein Produkt zu kaufen, da sind diese Keyword-Recherche-Techniken absolut wichtig. Und ich freue mich auch, dass das Video gut ankam. Es war nämlich recht fortgeschritten. Also schön, dass wir hier so eine wissenshungrige Community haben. Vielen Dank in dem Sinne. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.